Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Karsten und Nadine Vogt. Hallo zusammen. aus unserem neuen Hauptstadtstudio, und zwar der Sozusagen. Landeshauptstadt Mainz am Rhein. So, heute geht es Genau. mal um was ganz Verrücktes, nämlich um Gesichtsyoga. Haben Sie schon mal Gesichtsyoga gemacht? Ja, also habe ich tatsächlich schon mal gemacht, vor allen Dingen zur Entspannung, aber ich bin gespannt, ob ich heute auch noch lernen kann, ob es denn auch bei der Faltenvorbeugung helfen kann. Ja, es gibt ja wirklich ein paar ganz crazy Videos auf YouTube zum Thema Gesichtsyoga. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter im Internet liest, dann sieht man auch viele warnende Stimmen von Ärzten, die sagen, ja, mach das bloß nicht, dadurch kriegst du mehr Falten. Und um dieses Thema soll es dann jetzt gehen, was kann das wirklich für positive Effekte bringen? Oder vielleicht ist es sogar auch eher kontraproduktiv, dass man mehr Falten bekommt. Und da bin ich sehr gespannt. Aber vorher vielleicht erstmal, wie entstehen denn überhaupt Falten? Ist es so, dass Falten wirklich durch Bewegung entstehen, also durch Mimik im Gesicht, durch Emotionen? Oder hat das nicht eigentlich auch mit dem Verlust von Kollagen oder Hyaluron zu tun? Korrekt, genau so ist es. Also es gibt zwei Wege, wie sich Falten bilden. Zum einen durch ein Zusammenziehen der Haut, das heißt, die Muskeln kontrahieren, die sich unter der Haut befinden. Die Gesichtsmuskeln, die sind ja dauernd in Bewegung. Wenn wir Emotionen zeigen beispielsweise, aber auch wenn wir sprechen oder wenn wir was trinken oder essen und so weiter. Und dadurch wird die Haut geknickt und die Haut verliert ja sozusagen ihre Widerstandskraft gegen das Knicken im Laufe des Lebens und dieses dauernde Knicken führt dann eben auch zur Faltenbildung. Und diese Widerstandskraft, die wird eben durch die Menge an Kollagen, an elastischen Fasern, an Hyaluron, aber auch an Fettgewebe, was sich unter der Haut befindet, gebildet. Und wenn die Kraft der Haut nachlässt, dann können natürlich diese wiederholten Bewegungen zu Falten führen. Das würde also bedeuten, wenn jetzt jemand ganz wenig kommuniziert, sich wenig bewegt, viel alleine ist zum Beispiel, dass der dann auch weniger Falten bekommen würde, ne? Das kann Tatsächlich. durchaus sein, aber wahrscheinlich hat er nicht so viel Spaß in seinem Leben. Das ist auch richtig. Ja, und wie sieht es denn dann konkret aus? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel vermeiden möchte, dass sich so eine Nasolabialfalte bei mir bildet, dass ich also einen traurigen Blick vielleicht bekomme, was kann ich denn dann tun? Letztendlich ist es so, dass dieses Gesichtsyoga, was man macht, schon wirken kann im Sinne von einer Bewusstmachung von diesen Bewegungen, die man dauernd unbewusst vollführt. Beispielsweise ist es ja nicht selten so, dass wenn sich Leute konzentrieren, dass sie hier diese Zone zusammenkneifen, sogar eine Zornesfalte. Und wenn man das dauernd macht, wenn man sich konzentriert, dann hat man irgendwann eingegrabene Zornesfalte in dem Bereich und dann hat man nicht die Außenwirkung, ich bin top konzentriert immer, sondern ich bin schlecht drauf. Und das ist natürlich dann nicht so gut. Und durch bestimmte Übungen beim Gesichtsyoga kann man sich seine Muskulatur bewusst machen. Das heißt, man spannt sie an und dadurch merkt man, dass dort überhaupt ein Muskel ist. Sonst hat man ja nicht so ein Gefühl über seine Muskulatur im Gesicht. Und dadurch kann man sich das bewusst machen und kann es dann auch willentlich entspannen. Man kann es natürlich auch anders machen, indem man beispielsweise, so mache ich das relativ häufig, dass ich, wenn ich merke, dass ich angespannt bin, dass ich dann über die Haut streiche und mir diese Anspannung bewusst mache und dadurch dann auch die Muskulatur entspannen kann. Durch diese Bewusstmachung kann man dann auch einen Effekt von Botox beispielsweise deutlich verlängern, einfach indem man dann nicht mehr aktiv zusammenkneift, wenn man das durch die Botox-Wirkung auch schon mal gelernt hat. Der wichtigste Trick, den man beim Gesichtsyoga beachten sollte, ist, dass man, wenn man diese Übung macht und die Muskeln anspannt, die Haut festhält. Also beispielsweise, wenn man jetzt diese Übung hier macht und die Muskulatur anspannt, dass man die Haut festhält und dann gegen diesen Zug arbeitet mit der Muskulatur, damit eben keine Falten durch die Yoga-Übung selber entstehen. Natürlich, wenn man das einmal am Tag macht, ist es jetzt nicht dramatisch, aber wenn man dauernd diese Übung machen würde, dann kann das schon auch negative Folgen haben im Sinne von mehr Falten oder ein Ausleiern der Haut. Ja, logisch, oder Falten dann auch an anderen Stellen, ne? Wenn ich jetzt versuche, ganz viel zu lachen, um zu vermeiden, dass meine Mundwinkel, meine Wangen nach unten hängen, dann wirkt sich das ja auch auf die Gesichtsmimik dann wieder aus. Und
sorgt für vielleicht mehr Fältchen an den Augen. Korrekt. Zweiter wichtiger Faktor, der positiv ist beim Gesichtsyoga, ist, dass man, wenn man Muskeln anspannt und dann auch wieder entspannt, dann kann man auch diese Entspannung als Gefühl weiter mit sich nehmen. Das ist schon lange bekannt, seit fast 100 Jahren hat ein amerikanischer Physiologe mit dem Namen Jacobson dieses entdeckt und auch als progressive Muskelrelaxation nach Jacobson oder Jacobson dann bekannt gemacht. Und da wird natürlich nicht nur die Gesichtsmuskulatur angespannt in bestimmten Prozentsätzen. Also man sagt, okay, ich spanne jetzt 40% an, 60, 80 und so weiter und nimm es bewusst wahr und entspannt dann auch. Dann auch die gesamte Muskulatur am Körper, macht da so eine Körperreise quasi. Aber auch die Gesichtsmuskulatur hat natürlich diese Rückkopplung und hat besonders viel Rückkopplung auch in die emotionalen Anteile unseres Gehirns. Und das ist ja bekannt, wenn man sich mit Botox behandeln lässt, dann hat man oft auch bessere Laune, weil einfach das negative Feeling, was einfach entsteht, wenn man die Augenbrauen zusammenkneift, dann auch ein negatives Gefühl im Gehirn verursacht. Also es ist nicht nur von innen nach außen, sondern von außen nach innen auch, was die Emotionen betrifft. Und deswegen kann diese Muskelentspannung, die man dann auf diese Anspannung beim sogenannten Gesichtsyoga hat, auch dann eine bessere Laune und einen entspannteren Alltag bringen. Und wie oft sollte ich das dann machen? Also täglich oder mehrfach täglich sogar? Das kommt darauf an, natürlich, was man erreichen will und wie intensiv man das auch üben kann. Wir sind keine Gesichtsyoga-Trainer. Es gibt sicherlich unterschiedliche Schulen, die unterschiedliche Tipps dort auf Lager haben. Ich denke, dass es vom Prinzip immer gut ist, seine Muskulatur sich bewusst zu machen, wenn man sich angespannt fühlt. Denn meistens hat man das dann auch als Gesichtsausdruck, diesen angespannten Gesichtsausdruck, und kann dann durch eine Entspannung im Gesichtsausdruck auch dann mehr Entspannung innerlich erreichen. Der dritte Punkt, der beim Gesicht sogar noch gut ist, ist, dass man, wenn man wiederholt, beispielsweise die Zygomaticus-Muskeln, das sind die Muskeln, die hier am Jochbogen beginnen und dann hier im Bereich der Mundwinkel ansetzen und der Oberlippe ansetzen, wenn man die unter einer guten Ruhespannung hat, dann werden auch die Fettpolsterchen, die im Laufe des Lebens absinken, das nach oben bewegt und dadurch kann etwas volleres Gesicht auch entstehen, beziehungsweise ein freundlicheres Gesicht und etwas vollere Wangen. Aber da muss man wirklich auch sagen, es wird auf keinen Fall den Effekt einer Hyaluronbehandlung ersetzen. Das ist zusätzlich wahrscheinlich positiv, auch um eine gesunde Gesichtsausstrahlung oder gesunde Ausstrahlung im Gesicht zu haben. Aber es wird keine Behandlung ersetzen, die jetzt wirklich Volumen dann in die Haut gibt, denn Gesichtsyoga bringt nicht dieses abgebaute Volumen wieder in die Haut zurück. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Fazit. Gibt es noch etwas, was Sie den Zuschauerinnen und Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchten? Also ich finde es wichtig zu wissen, dass man eine positive Ausstrahlung jetzt nicht beim Arzt bekommt, durch Botox oder Filler beispielsweise, sondern das kommt schon von innen dazu. Diese Behandlung Botox und Hyaluron können helfen, einfach indem sie eine bessere Außenwirkung schaffen. Aber wenn man jetzt bestimmte Übungen macht oder auch bestimmte Meditationstechniken anwendet, sodass die Ruhe und das positive Gefühl von innen kommt, dann ist natürlich die allerbeste Kombination. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren ganz, ganz tolle Tipps. Wenn ihr Erfahrungen damit habt, kommentiert gerne mal unter dem Video. Fragen natürlich auch jederzeit gerne. Und vielen Dank an Sie. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Mainz. Tschüss.